Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem ersten Video dieses Jahr. Und ja, leider hat mich die Grippe fest im Griff gehabt. Und das zweimal im Dezember und im Januar. Und ich kann nicht sagen, wann ich das letzte Mal so lange und so heftig flach lag. Ich denke, man hört es auch noch ein bisschen, dass ich ein bisschen verschnupft bin. Dauert wahrscheinlich auch noch ein bisschen, 2 bis 3 Wochen. Ich bin aktuell noch ein bisschen kraftlos. Dauert natürlich, bis der Körper sich davon erholt hat. Aber ja, jetzt bin ich wieder da und ja, passt ganz gut, dass ich jetzt 2 Keys zu verlosen habe. Aber nicht in dem Video. Also es gibt 2 Videos. Pro Video gibt es einen Key für The Walking Dead Saints and Sinners Teil 1 und Teil 2 für die Pico 4. Die seht ihr ja im Hintergrund mit der Rifle Casual. Wer nicht weiß, was das ist, unten in der Beschreibung packe ich mal einen Link rein von der Homepage und von meinem kleinen Video, wo ich da mit The Whale gespielt habe. Und ja, es gibt hier Walking Dead Saints and Sinners zu gewinnen, Teil 1 hier in diesem Video jetzt. Und ja, wir spielen The Tourist, der ja in eine Zombie-Apokalypse quasi reinstolpert und ja, da seine Aufträge erfüllt und so weiter und so fort. Richtig cooles Game, habe ich leider auch viel zu wenig gespielt. Ja, Zeitmangel ist natürlich das größte Problem. Und ja, aber es ist ein Game, was man definitiv zocken sollte. Man muss natürlich auch angstbefreit sein. Da sind schon ein paar Szenen bei, wo man ein bisschen so ein mulmiges Gefühl hat. Aber ansonsten richtig, richtig gut. Und ja, wie könnt ihr gewinnen? Einmal müsst ihr ja natürlich Abonnent sein auf meinem Kanal, das steht sich natürlich von alleine. Und dann solltet ihr einfach einen Kommentar reinschreiben und ja, nach dem Motto, dass ihr gewinnen wollt, diesen Key. Und dann müsst ihr auch eine kleine Frage beantworten oder ihr könnt es auch gerne da reinpacken in den Kommentar. Welchen Charakter spielen wir? Ich habe es eben genannt. Und ja, das müsst ihr beantworten, ist eigentlich gar nicht so schwer. Dann habt ihr auf jeden Fall das Video ganz gesehen, kann ich beruhigt schlafen und euch dann den Key geben. Ja, ich würde sagen, Einsendeschluss ist Mittwoch 16 Uhr, also kommenden Mittwoch 16 Uhr. Bis dahin solltet ihr die Kommentare eingetragen haben und dann muss ich mal schauen, wann ich Zeit habe, die Live-Auslosung dann zu machen. Da wird es einen kleinen Livestream geben und ja, das werde ich dann noch bekannt geben unter der Facebook-Gruppe, im Discord. Wer noch nicht in der Facebook-Gruppe ist, unten in der Beschreibung ist der Link zum We Are World Germany ja, Facebook-Gruppe und zur Discord-Gruppe natürlich auch. Die ist ein bisschen ruhiger geworden, aber die gibt es immer noch. Und ja, da wird es natürlich bekannt geben, wann der Livestream startet. Werde ich relativ spontan halten. Ja, Leute, jetzt erstmal, ich wünsche euch viel Glück. Wie gesagt, ein Key hier zu gewinnen für Walking Dead Saints and Sinners Chapter 1 für die Pico 4. Und ja, das andere Video packe ich natürlich oben in die Infobox. Und dann könnt ihr da natürlich auch mitmachen. Und ich wünsche euch viel Glück und noch ein schönes Wochenende.